2020 war für die CDU in Mecklenburg-Vorpommern wirklich kein gutes Jahr. Zur Erinnerung, im Januar 2020 trat der Vorsitzende Vincent Kokert überraschend von allen Ämtern zurück. Shootingstar Philipp Amthor sollte es richten. Fehlanzeige. Auch Landesvater Lorenz Cafier glänzte nicht eben mit politischem Feingefühl. 2021 wollte die CDU in Mecklenburg-Vorpommern alles besser machen und setzte bei der Wahl zum Bundesvorsitzenden alles auf die Karte. Friedrich Merz. Mist. Wieder Fehlanzeige. Armin Laschet machte das Rennen. Muss sich die CDU im Land jetzt neu orientieren? Naja, wenn ich meine, ich sag mal meine Privatmeinung, ich hatte schon immer auf Laschet getippt, weil die CDU ist eine Partei, die steht in der Mitte. Und diese Mitte sollte man nicht preisgeben. Von daher ist Armin Laschet genau der richtige Kandidat zur rechten Zeit. Treibt die Wahl zum neuen Vorsitzenden jetzt einen Keil in die Reihen der Christdemokraten hierzulande? Der Rostocker Bundestagsabgeordnete Peter Stein beruhigt die Gemüter. Es gibt unterschiedliche Meinungen. Es gibt natürlich auch Menschen, die sehr stark an einer Person auch den Fortbestand oder die Entwicklung dieser Partei festgemacht haben. Aber nochmal, jetzt ist die Wahl entschieden und jetzt gibt es im Grunde nichts anderes zu tun, als die Einheit herzustellen in der Partei und denjenigen, die meinen, sie seien jetzt vielleicht abgespalten oder fühlen sich so, auch das Angebot zu machen, einfach mitzumachen. Und ich glaube, die allermeisten wollen das auch. Von Herrn Laschet zum CDU. Auch in Schwerin sieht der Merzianer Sebastian Ehlers die Wahl Laschets gelassen. Es ist ja bekannt, dass ich einen anderen Favoriten hatte. Das habe ich ja öffentlich auch kommuniziert. Ich habe Friedrich Merz gewählt. Gleichwohl gilt es, das Ergebnis jetzt zu akzeptieren. Wir sind eine Partei, wir hatten drei sehr gute Kandidaten. Armin Laschet macht in NRW einen tollen Job. Und von daher geht es jetzt darum, die unterschiedlichen Lager wieder zusammenzubinden. Und meine Unterstützung hat Herr Laschet dabei natürlich. Er war ja auch schon bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. Er hat mich beim Heringsessen in Ueckermünde besucht. Philipp Amthor hatte Friedrich Merz von Anfang an bei seiner Kandidatur unterstützt. Kann sich Amthor jetzt mit Laschet als neuem Bundesvorsitzenden arrangieren? Es ist natürlich schon so, dass es an der Parteibasis jetzt auch manche Enttäuschung gibt über diese Entscheidung. Viele hätten sich Friedrich Merz gewünscht, das weiß ich. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich sehr stark spüre, dass Armin Laschet jetzt auch den Wunsch hat, eben dann auch diejenigen, die vorher für Friedrich Merz waren, zu überzeugen. Ich habe mit ihm persönlich dazu auch schon Austausch gehabt. Er wird sich jetzt in den nächsten Tagen mit der Jungen Union zum Beispiel auch nochmal in ein Austauschformat begeben. Und ganz sicher, für ihn ist ja auch klar, wir haben in Mecklenburg-Vorpommern auch eine entscheidende Landtagswahl und da will er sich natürlich auch einbringen und deswegen merke ich auch, Armin Laschet will natürlich zusammenführen und deswegen liegt ihm an der Stelle sicherlich auch Mecklenburg-Vorpommern am Herzen. Und diejenigen, die jetzt enttäuscht sind, dass es Friedrich Merz nicht geworden ist, ich gehöre dazu, diejenigen will er dann ganz sicher auch überzeugen. Letztlich sehen sich die CDU-Mitglieder in Mecklenburg-Vorpommern als Teil einer demokratischen Partei. Wahlen entscheiden hier über Kandidaten. Jetzt heißt es auch in der Landes-CDU, nur geeint sind wir erfolgreich.